Hallo Leute, wie heute Morgen schon angekündigt, will ich heute jetzt über Dystonie reden. Dystonie ist eine sehr, sehr schwere Nervenkrankheit. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ich werde ja auch mal eine kleine Szene davon einblenden, wie das Ganze dann ungefähr aussehen kann bei die dementsprechende Person. Das ist eine Erkrankung, wo die Muskel, sage ich mal, sich permanent verkrampfen. Also die verkrampfen sich permanent, wie man das bestimmt in das Video kennen kann. Die Muskeln verkrampfen sich. Die Menschen können auch teilweise nicht gehen oder laufen. Die können teilweise nicht mal richtig trinken oder alleine essen, weil die Muskeln sich einfach sich extrem verkrampfen. Und das ist eben eine Krankheit, die eben einige Personen haben. Die Krankheit wird sich immer wieder, also die Krankheit wird immer schlimmer und schlimmer, umso älter man wird. Einige, sag ich mal, Kinder zeigen schon die ersten Symptome in die ersten Lebensjahre an. Aber das wird Jahr zu Jahr immer schlimmer. Für das Ganze, sage ich mal, zu heilen, obwohl man das nicht heilen kann, gibt gewisse Therapiemaßnahmen, die ich euch jetzt dieses Video kurz mal näher bringen will. Es gibt einmal die Therapie mit Therapeuten, die dann versuchen, eine, sage ich mal, da man zum Beispiel einige Dinge lernen kann, zum Beispiel das richtige Laufe, gerade Sitze, was eben die Menschen, sage ich mal, so gut wie gar nicht können, weil die Muskeln sich permanent verkrampfen. Und da könnt ihr euch so vorstellen, die können sich zum Beispiel ohne Hilfe, sage ich mal, nicht mal nach links oder nach rechts bewegen, weil die Muskeln sich, wie gesagt, sehr, sehr stark verkrampfen. Das ist die eine Therapiemaßnahme, die man machen könnte. Die sollte man auf jeden Fall machen, weil die hilft auf jeden Fall Leute weiter, um, sag ich mal, normal leben zu können. Aber das Ganze hilft in dem Fall leider nicht immer unbedingt, weil die Muskeln verkrampfen sich da immer wieder. Weil könnt ihr so vorstellen, das Ganze liegt an das Gehirn. Das Gehirn kann man über so durch Therapiemaßnahme einfach nicht verändern, weil die Muskeln verkrampfen sich immer wieder weiter. Es gibt da aber eine andere Maßnahme, die man machen könnte. Und dann meiner Meinung nach sollte man die auf jeden Fall machen. Wenn man das hat, tut man wirklich alles, um dafür, dass es wirklich besser geht. Die Therapiemaßnahme kann ich auch gerne kurz nochmal ansprechen, dass auch keine Verwechslung aufkommen tut. Das Ganze wird auch bei vielen Krankheiten gemacht, wie zum Beispiel bei psychischer Erkrankung, bei Depression wird das unter anderem durchgeführt und bei vielen Nervenkrankheiten, die irgendwas mit das Gehirn zu tun haben oder was mit dem Kopf, wird diese Technik auch ganz oft bei anderen Krankheiten angewendet. Die Therapiemaßnahme ist eine OP, werden so gewisse Elektrode durch das Gehirn per Kabel irgendwie durch das Gehirn, sag ich mal, durchgeschossen, also die Elektrode, werden dann die dementsprechende Platz an das Gehirn, sag ich mal, angeschlossen. Ist bei jeder Therapiemaßnahme, ob man jetzt zum Beispiel Depression hat oder Dystonie, anders, wo man die Elektrode halt eben im Gehirn befestigen tut. Dann werden die eben durch das Gehirn gemacht. Und dann geht das Ganze, wird dann Kabel von der Hals zum Beispiel, ist ja noch ein Beispiel, ungefähr hingelegt. Das ist so eine Art Platte, die da in die Brust drin ist. Und damit wird halt eben durch das Gehirn halt eben leichte Stromschläge durchgeführt, damit die bei der Erkrankung zum Beispiel die Erkrampfung halbe aufhören tut. Und das Ganze ist zum Beispiel auch bei, wie schon gesagt, bei vielen anderen Krankheiten werden die auch angewendet, diese Technik. Und der Arzt hat das zum Beispiel ein Gerät bei sich, wo man dann zum Beispiel jedes halbes Jahr hin kann. Da kann er damit das Ganze neu einstellen. Mit das Gerät zum Beispiel kann er dann
Die Sprache ist schlechter geworden. Sie sind teilweise ein bisschen Stotter und so weiter. Und ansonsten eigentlich gar nichts. Es klingt unglaublich, aber seit ein paar Wochen nimmt Daniel Fahrunterricht. Das macht ihn ungeheuer stolz und glücklich. Das Gerät aushalte, dass eben dann nichts mehr senden tut, an das Gehirn mit Rumschläge und so. Und er kann natürlich wieder anschalten, natürlich mit einem extra Gerät, ohne das Gerät irgendwie rauszuholen aus dem Körper. Und das ist eigentlich eine gute Therapiemaßnahme, um halt eben das zu beheben. Viele Leute, die zum Beispiel, sag ich mal, Krampfanfälle leiden, auch extrem daran leiden, bei denen wäre das genau so angewandt, wie ich gerade das erklärt habe. Bei denen kann es natürlich auch schon sehr stark helfen, dass das Ganze zurückgeht. Aber man muss da denken, das ist eine OP an das Gehirn. Viele Leute sagen ja, das ist ja eine Operation an die Seele, weil das Gehirn steuert eure komplette Gedankenverhalte, was man so tut halt eben. Und viele Leute denken dann, dass zum Beispiel von derjenige der Charakter sich verändern tut. Gut, ist sehr schwer abzusehen, ob das wirklich so ist. Aber die Leute sind wirklich teilweise sehr, sehr schwer krank und haben damit Jahre zu kämpfen. Und ist dann nach meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Methode. Und die einzige Methode leider, um dieser eben komplett zu entfernen, dass eben das eben nicht mehr so häufig vorkommt oder so extrem. Und ihr könnt gerne mal eure Meinung darüber in die Kommentare schreiben, weil das Gehirn ist ja ohnehin ja noch komplett unerforscht, was die Sache mit der Therapie anbelangt. Und zum Beispiel nur hochqualifizierte Ärzte dürfen diese OP durchführen an das Gehirn mit das Gerät halt eben. Darf zum Beispiel noch nicht jeder Arzt, muss man dazu sagen. Weil die Auflage, um das eben durchzuführen, diese OP, also von der Arzt halt eben, sind relativ hoch und streng, würde ich mal sagen. Und deswegen ist da teilweise noch etwas schwierig, Ärzte zu finden. Am besten informiert man sich da im Internet oder bei seinem Hauptarzt, wo man das machen lassen kann, wer jetzt damit, sag ich mal, Probleme hat. Da schreibt mir gerne mal eure Meinung darüber in die Kommentare. Will ich gerne mal wissen. Auf jeden Fall die Erfahrung zeigt ja und das, was ich im Internet davon gesehen habe, das hilft die Person. Und ja, könnt gerne mal eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare gerne schreiben. Dann will ich mich hier gerne mal bei euch verabschieden. Bis dann nächstes Mal, Leute, und haut rein.